Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 9 Updates, 20 neuen Mods und 2 neuen Karten. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Waldimaster für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Auch möchte ich mich bei Siki bedanken, natürlich für die Erneuerung der Mitgliedschaft beim Kanal. Ganz, ganz herzlichen Dank auch dir. Wie immer starten wir mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Griffin Indiana 22 von AJ Farmer. Downloadgröße 192,57 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier ist extrem lang. Ich werde hier mal ganz kurz ein bisschen drüber gehen, aber ich werde den natürlich einblenden, damit ihr den nachlesen könnt. Es ist so, dass im Prinzip kein neues Spielstand vonnöten ist, aber wenn man möchte, dass das Baseballfeld korrekt angezeigt wird und auch der Zug korrekt funktioniert, muss ein neuer Spielstand her. Es ist sehr vieles gefixt worden, wie zum Beispiel der visuelle Kopf für Fußgänger beim Gehen über den Boden beim Waschsalon. Dann gefixt, dass Larsons Gülle-Kaufstation das Befüllen von Gülleverteilen ermöglicht und alle Anhänger und so weiter und so fort. Bitte stoppt das Video, damit ihr den Changelog natürlich in Ruhe durchlesen könnt. Das ist hier definitiv zu lang, hier alles durchzulesen. Die nächste Karte, die ein Update bekommt, ist die Masovir Kanizina Version 3 von Grashek. Downloadgröße 320,89 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für PC, PS5 und Xbox S. Da sind nicht alle Plattformen dabei, also PS4 ist hier nicht vertreten zum Beispiel. Der Changelog sagt, Anbaukalender der Saison geändert, Spielzeugfehler behoben, Lampenlicht behoben, Kartenbegrünung, Gräben geglättet, Schnee von den Straßen entfernt, platzierbare Farm hinzugefügt. Dann kommen wir zum Marshall QM14 von John Deere 2450 und Matrix, Downloadgröße 8,1 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, aktualisiertes Modell, echte Radgrößen hinzugefügt, echte Nutzlast und Gewicht hinzugefügt, Physikanpassungen und Verbesserungen. Das nächste Update kommt für den Freischneider von Adobe Modding Mantrit ABP Team, Downloadgröße 0,37 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Moddesk aktualisiert, Version hinzugefügt, die kein Gras fallen lässt. Das ACS Gewichtepakt bekommt das nächste Update von KRKZ Modding, Downloadgröße 3,29 MB in der Version von 1.3.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Modell überarbeitet, der Akku 850 Kilo Frontgewicht, Feuerlöscher als Option hinzugefügt, Akku 850 Kilo Frontgewicht, Bolzenkette als Option hinzugefügt, ebenfalls beim selben Frontgewicht, neue Details hinzugefügt, Informationen zur Kombination hinzugefügt, kleinere Fehler behoben. Weiter geht's mit dem IBC und Palettenstapel von Adobe Modding ABP Team, Downloadgröße 1,23 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, hinzugefügt Weizenpalette, Gerstenpalette, Haferpalette, Rapspalette, Sorghumpalette, Olivenpalette, Sonnenblumenpalette, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel, Baumwolle, Zuckerrohr, Saatgut, Düngemittel, Dünger, Schweinefutter, Kalkpalette, Futterpalette, Spreupalette, Hackschnitzelpalette, Silage, Gras, Heu, Stroh, Schnee, Streusalz, Steine und Mineralfutterpalette. Also das kann jetzt alles als Palette oder als IBC gekauft werden. Von GTX kommt das nächste Update und zwar für die Ahorn-Sirup-Produktion, Downloadgröße 2 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die korrekte Palette wird nun gespawnt, wenn andere Mods geladen werden, die ebenfalls den Fülltyp Ahornsirup hinzufügen. Fehler im Produktionsprotokoll behoben. Der Auftrag, wenn eine Ahornsirup-Palette, die von einem anderen Mod hinzugefügt wurde, der das XML-Attribut Start Fill Level verwendet, gespawnt wurde, was zu endlosem Palettenspawning führte. Lokalisierung für den Produktionsnamen wurde angepasst. Das animierte Gebäudepack von Alien Jim kriegt das nächste Update, Downloadgröße 15,43 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Erhöhung der Silo-Lagerung auf 50 Millionen Liter. Sie können jetzt Fahrzeuge in der Werkstatt des Hofs verkaufen, Senkung der Einkaufspreise für Saatgut und Düngemittel. Texturen verbessert.
Damit kommen wir zum letzten Update, und zwar kommt das für die Multiproduktionsfabrik vom LSMT Modding Team. Downloadgröße 3,32 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Ballentrigger verbaut, Rezeptur verbessert, Produktionsgeschwindigkeit angepasst. Wir kommen zu den neuen Mods, und zwar heißt die erste neue Mod Produktionen InfoHut von Akimobil, Downloadgröße 37 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod fügt im Prinzip ein HUD hinzu, wo ihr die Produktionen sehen könnt, die ihr am Laufen habt. Vor allem dann, wenn es knapp wird, also wenn es weniger als 50% Füllstand hat, wird es angezeigt und weniger als 2 Monate Restlaufzeit hat. Also als auf jeden Fall auch hier ist es definitiv zu lang, hier dies im Einzelnen jetzt hier durchzugehen. Bitte stoppt doch das Video, damit ihr die Beschreibung selber lesen könnt. Die nächste neue Mod heißt Spritverbrauch hat, kommt von Bozio 528, Downloadgröße 12 KB in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Dies ist definitiv eine neue Mod. Auf jeden Fall zeigt diese an, wie viel Diesel gerade in diesem Moment pro Stunde verbraucht wird. Also im Prinzip der Verbrauch pro Stunde. Dann kommen wir zu den neuen Karten, und zwar heißt die erste neue Karte Starso, kommt von Togrim und Zul'Narrash, Downloadgröße 72,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Starso liegt in Mecklenburg-Vorpommern an der Mecklenburgischen Seenplatte. Original Nachbau der Gegend um Starso, 29 Felder mit insgesamt ca. 137 Hektar. Feldgrößen sind von 0,3 bis 17 Hektar. 10 Wälder für Forstarbeiten, 3 Seen mit einigen Gräben, Milchviehhofanlage mit 420 Kühen, 500 Hühnern, Schweinemast, 200 Schweine, Schafhof, 25 Schafe, Schafweide, 75 Schafe, Kuhweide mit 30 Kühen, Pferdehof mit 5 Pferden. Dann gibt es eine BGA mit Lohnunternehmerhalle, verschiedene Produktionen, ein Industriegebiet mit Getreide- und Ölmühle, Zuckerfabrik und Molkerei, Gärtnerei mit 5 Gewächshäusern, Bienenstock und Kaufstation für Kalk, Saatgut und Dünger. Im Dorf verteilt gibt es noch eine Windmühle, Landbäckerei und einen Schreiner. 2 Verkaufsstationen, Bauernmarkt und Viehhandel. Es können alle Standardfrüchte verkauft werden. Vorbereitet für Animal Grazing Mod. Diese Karte verlangt ca. 14 Fremdmods, die aber hier alle aufgelistet sind, und beim Starten der Karte werden diese automatisch heruntergeladen. Wenn wir als neuer Farmer starten, kommen wir hier bei unserem Haus heraus. Das ist also unser Bauerhaus hier. Und hier sehen wir, dass hier auch schon Hühner unterwegs sind. Hier haben wir eine größere Unterstellhalle platziert. Das ist, kann hier genutzt werden, natürlich. Dann haben wir hier den Hühnerstall. Da passen, wie gesagt, 500 Hühner rein. Das ist der Futterpunkt, das ist klar. Des Weiteren haben wir hier eine große Unterstellhalle, also einen Unterstand hier. Da stehen einiges von unserem Equipment. Des Weiteren haben wir auch noch 2 größere Unterstellhallen. Des Weiteren haben wir hier einen Kuhstall, dann haben wir hier drüben einen zweiten und einen dritten Kuhstall. Und diese Kuhställe fassen jeweils 140 Kühe, wie ihr hier entnehmen könnt. 140 Kühe je Stall, also 520 Kühe, das ist das hier. 420 Kühe, und dann haben wir hier natürlich noch unser Silo. Hier haben wir einen Wasserhydranten, wenn wir noch Wasser bräuchten. Des Weiteren haben wir hier einen Misthaufen und ja, ein riesengroßes Keilsilo. Des Weiteren haben wir hier drüben noch etwas mehr an Equipment. Hier haben wir ein paar Ballen, die rumstehen, und die können genutzt werden. Das sind also nicht dekorative Ballen. Hier haben wir etwas an Equipment drin. Des Weiteren haben wir auch hier noch weiter Equipment rumstehen. Und das war es dann eigentlich schon mal von diesem Hof. Es gibt dann wahrscheinlich noch einen zweiten Teil, der nach hinzugekauft werden kann, wenn das dem so gewünscht ist. Auf jeden Fall schauen wir jetzt uns erstmal die PDA an. Das hier ist die PDA. Sieht sehr schön aus, ist eine Standardkarte natürlich, ist für alle Plattformen. Wir können hier erkennen, dass der Starthof, das ist dieser hier, dann gibt es Feld 28, Feld 22, Feld 14 und Feld 13 dazu. Das sind die Felder, die zum Start-Equipment oder Inventar gehören. Und ja, das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht zum Starten. Die Feldgrößen hier haben wir sehr große, also 16,6 Hektar, 17 Hektar, wie das schon im Text erwähnt worden ist. Und dann gibt es natürlich noch kleinere Felder.
Zum Beispiel dieses hier 0,8 Hektar, das ist da wahrscheinlich so das kleinste Feld. Dann gibt es Waldgebiete, die gekauft werden können natürlich, das sind diese hier. Dann gibt es hier das Umland, das kann gekauft werden für 0 Euro, das ist also der See und so weiter. Was bringt's? Wunderbar. So, der Aussaatkalender ist der Standardkalender und hat keine Zusatzfrüchte. Es ist schon im Text gesagt worden, alle Standardfrüchte können verkauft werden. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Dann gibt es hier natürlich auch Verträge, das ist auch klar. Und dann schauen wir uns mal an, welche Produktionen verbaut sind. Und zwar haben wir als eingebaute Produktionsstätten haben wir die Getreidemühle, die Ölmühle, die Zuckerfabrik, die Molkerei. Das ist dieser Dorfteil da oben. Dann haben wir hier unten 5 Gewächshäuser. Dann haben wir hier eine Produktion, das ist die angesprochene Windmühle. Hier haben wir die Bäckerei im Dorf und haben die Schreinerei ebenfalls hier an diesem länglichen Dorf an. Das ist das, was als Produktionen eingebaut ist. Des Weiteren haben wir auch Kaufpunkte, wie zum Beispiel eben der Wasserhydrant, die Tankstelle. Hier gibt es einen weiteren Hydranten. Hier gibt es die Paletten für die Bienen, für den Honig. Da gibt es eine Multikaufstation. Auf dem Hof haben wir natürlich auch noch einen Hydranten stehen. Das ist das, was hier als Ladestation verbaut ist. Des Weiteren haben wir natürlich das Silo, was zu uns, zu der Abladestation gehört. Der Keller, also für die Wurzelfrüchte, dann ein weiteres Silo hier, dann haben wir im Verkaufspunkt, hier haben wir den Bauernmarkt, hier haben wir das Biomasse-Heizkraftwerk und das war es auch schon an Verkaufspunkten. Tiere gibt es natürlich hier, zum Beispiel der Schweinestall, das ist das hier, dann haben wir hier eine Pferdeweide, hier gibt es noch eine Kuhweide, wenn man das Land kauft, kommt noch die Kuhweide dazu, zusätzlich zu den 3 Stellen, die wir hier haben. Und wie gesagt, hier das Hühnergehege. Wir schauen uns das Startequipment an. Und zwar haben wir den Lintrack 130 von Lindner. Wir haben ein Axion Class 870, den 724er Fendt. Dann haben wir einen John Deere T560 Drescher. Wir haben zwar 2 Rudolf-Anhängern. Dann haben wir natürlich Schneidewerk mit dem Schneidewerkswagen. Wir haben einen Pflug, eine Sämaschine. Wir haben ein Schmetterlingsschneidewerk plus dem Frontmähwerk. Dann haben wir einen Wender, einen Schwader, einen Ladewagen, einen Futtermischwagen. Dann haben wir noch einen Frontlader, ein paar Frontladerwerkzeuge und ein paar Gewichte. Das ist das, was zum Equipment gehört, wenn wir als neuer Farmer starten. Und jetzt lade ich euch ein zum Rundflug über die Karte, damit wir auch einen Eindruck von oben bekommen. Es tut mir leid, ich kann nicht wirklich viel besser in die Details reingehen. Es ist eine kurze Mod-Vorstellung. Wir haben noch viel zu besprechen. Auf jeden Fall, ja, das ist dieses hier. Also, das ist die Karte. Finde ich sehr schön gemacht. Also, sehr realistisch irgendwie auch. Ich glaube das auch. Und es ist ja offenbar tatsächlich der Realität nachgebaut worden. Wie gesagt, hier drüben, das ist unser Hof, unser Starthof. Das sind die 3 Kuhställe. Hier unten haben wir das Silo, das Keilsilo. Und hier haben wir noch einen zweiten Teil. Das ist dann die Schweinefarm. Die kann hinzugekauft werden. Da ist alles vorbereitet für die Schweinezucht. Und natürlich haben wir dann die Schafweide. Das ist diese hier. Die muss man auch dazu kaufen. Und hier drüben haben wir noch die Kuhweide. Und die ist auch vorbereitet. Die sind auch schon 20 Kühe drauf. Das heißt, wenn man das kauft, dann hat man keine leeren Hände. Ja, das ist die Karte. Hier gibt es noch eine Biogasanlage und hier kann natürlich auch entsprechend eben Lohner Arbeiten gemacht werden, wenn das so gewünscht ist. Ja, eine schöne Karte, finde ich schön gemacht. Große Felder, mittelgroße Felder, aber vor allem in größeren Stile. Die Felder sind organisch und es gibt natürlich hier auch die Forstliebhaber, die natürlich hier gewaltig die Bäume umhauen können, um weiteres Land zu bekommen und oder eben hier weiter aufzuforsten. Ja, das ist diese Karte hier. Ich glaube, wir gehen gleich weiter zu der nächsten neuen Karte und wir sehen uns gleich.
Und damit kommen wir zu der nächsten neuen Karte. Und zwar heißt diese Riverside 22, kommt von Missy B, Downloadgröße 275,09 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen zurück bei Riverside Farms. Diese fiktive Karte wurde komplett nach FS22 Standards überarbeitet. Hauptmerkmale: eine Standardkarte. 77 Felder, 5 aktive Farmen zur Auswahl, mehrere Bereiche, die mit etwas Liebe und Sorgfalt und einer Kettensäge in zusätzliche Farmflächen umgewandelt werden können. Speziell angefertigte Tierställe, die in die Karte integriert sind, BGA im Besitz eines neuen Farmes und nicht Teuerarbeit bei anderen Errichtungen, ein Sägewerk, ein Hauptwald mit zusätzlichem Waldgebiet um die Karte herum, 2 große Flächen, die ihre kreative Seite herausfordern, ideal für Produktionsketten oder eher zusätzliche Hofflächen, reichlich Lagerfläche für die größten Maschinen, benutzerdefinierte Bodenkarte für Precision Farming, Großeinkauf in den Farmshops im Norden und in der Mitte, kostenloser Kalk in den Farmshops erhältlich, günstiges Düngemittel und Herbizid ebenfalls erhältlich. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, kommen wir hier bei diesem Denkmal heraus, und zwar ist das Logo von Missy B. Auf jeden Fall, das ist hier, auch mit einem freundlichen Gesicht hier nebenan. Das ist dieses, was hier zu sehen ist, wenn man die Karte als neue Farmer betritt. Wir schauen uns gleich mal die PDA an, weil hier der Hofteil ganz woanders ist, als wo wir jetzt gerade sind. Wir befinden uns nämlich hier gerade bei diesem Punkt hier, das ist Tichy's Agri. Es ist anzumerken, dass diese Karte in Großbritannien spielt, also es gibt hier, ist hier Linksverkehr. Auf jeden Fall, das ist dieser große Wald, den man natürlich nutzen kann, und es gibt Wald rundherum, das ist das, was erwähnt worden ist. Also, wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, haben wir ein Hofstück, das ist dieser Hof hier, plus ein Feld, das ist das Feld 76, was zum Hof gehört, was zu unserem Inventar gehört als neuer Farmer. Wie schon im Text erwähnt, ist hier alles geändert worden. Also der Aussaatkalender ist eher dem britischen Klima angepasst und es gibt auch hier keine Zusatzfrüchte. Auch hier können tatsächlich alle Punkte oder alle Produkte verkauft werden. Und es fällt auf, es gibt hier noch weitere Produkte, die verkauft werden können, wie zum Beispiel der Donut oder der Urea Fertilizer. Dann haben wir natürlich auch hier Aufträge, und zwar im größeren Stil. Und ja, das ist erstmal das. Wir schauen uns gleich mal an, noch welche Produktionen verbaut worden sind. Und zwar haben wir hier das Sägewerk, hier haben wir die Schreinerei, das ist natürlich klar, dass die nebeneinander liegen. Dann haben wir die Spinnerei hier drüben, die Schneiderei, die Bäckerei und die Molkerei hier im Zentrum. Dann haben wir weiter unten, hier haben wir die Biogasanlage, 1 Megawatt. Dann haben wir die Traubenverarbeitungsanlage, die Müslifabrik und die Kalkproduktion. Die Getreidemühle befindet sich hier und das war's, was an Produktion verbaut ist. Des Weiteren haben wir Ladestationen, Abholstellen, haben wir das Sägewerk. Dann haben wir Flüssigkeiten kaufen, das heißt ein Flüssigkeiten-Silo, wo eben Pflanzenschutzmittel gekauft werden kann. Hier gibt es die Tankstelle und das war's, was an Abholstellen da ist. Dann gibt es die Verkaufsstellen. Da gibt es hier eine Getreideverkaufsstation Nord. Dann gibt es Wurzelgemüsehofladen, Ballenshop Nord, dann Baumwollhändler Nord und Getreidean- und Verkauf und Hofladen Nord. Das haben wir hier, das Biomasseheizkraftwerk. Wir haben da, wo wir gerade stehen, haben wir schon gesehen, Tichy's Agri. Dann haben wir hier die Tankstelle, Supermarkt, Palettenverkauf, Supermarkt. Dann haben wir hier Fastfood Restaurant. Hier unten haben wir Güllehof, zentrale Getreidestation, Rolls Wurzelgemüse, Rolls Kartoffeln. Und hier unten haben wir Getreide West, Ölmühle und die Zuckermühle. Und auch hier gibt es ganz viele noch Ballenhauptladen, Baumwolltransport, Holzspäne, Misthofladen, Agrargetreide und so weiter und so fort. Also sehr vieles ist hier verbaut worden. Wir gehen mal kurz zum Hof runter. Und zwar haben wir hier als großer Bestandteil diese Fläche hier, haben wir einen großen Kuhstall. Das ist dieses Gelände hier mit einem Fütterungsroboter. Das ist also natürlich custom gemacht. Hier haben wir
natürlich ein paar Tanks und hier haben wir der Trigger. Das ist also eine Fläche hier für 800 Kühe. Da gibt es einiges an Arbeit. Des Weiteren haben wir hier drüben ein Keilsilo und hier haben wir unser Hofsilo. Und zwar ist das so aufgebaut, dass hier Mais abgekippt wird. Hier wird Mais abgeholt. Hier. Dann hier wird Soja und so weiter. Da ist für jede einzelne Frucht hier, außer den Wurzelfrüchten, sind hier Buchten eingebaut worden, wo das hingebracht werden kann und auch wieder rausgeholt werden kann. Also hier anstatt einem Silo ist, sind hier alles in Schüttguthallen abgelegt worden. Und das ist dieses hier. Des Weiteren haben wir hier sehr große Unterstellhallen. Mit hier natürlich Licht. Also da gibt es genügend Platz für große Maschinen. Auch hier drüben, also da gibt es enorm viel Platz hier. Hier sind noch ein paar Hallen, die so gemacht sind. Also hier kann man auch natürlich Licht anmachen. Das ist auch klar. Des Weiteren haben wir hier noch unseren Kercher. Und dann haben wir hier drüben noch eine kleine Scheune oder ein Gehege für Tiere. Und zwar passen hier 14 Pferde rein. Ja, das ist auf jeden Fall mal der Haupthof. Wie ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz zum Händler. Wir gehen zum Händler, weil wir hier unser ganzes Equipment stehen haben. Und zwar alles schön ausgestellt hier im Display. Also wir haben, das ist alles Maschinen, die zum Hof gehören, die zu uns gehören. Wir können diese also rausfahren, rausholen. Und wir können sehen, also es ist eine klare Sache hier. Es ist Glas vertreten, also eine klasse Sache. Hier ist fast alles, was hier ist, ist Glas. Also, und zwar haben wir Großtraktoren, also mit Bandlaufwerk. Wir haben den Serion 5000 mit Bandlaufwerk, mit einem großen Radlader. Wir haben den Drescher, wir haben mittelgroße Traktoren, Kleintraktoren und so weiter. Alles ist da für uns, und zwar alles von Glas. Das ist das, was hier ist. Das Maisgebiss fehlt, aber das ist ja auch dann eine kleine Sache, wem gegenüber dem, was wir hier schon bekommen. Deswegen nochmal die PDA, also die Feldgrößen sind bis zu 22 Hektar, also das sind dann die größten Felder. Dann gibt es auch kleinere Felder, 1,7 Hektar, 2,5 Hektar und so weiter. Hier sind es 0,9 Hektar, also es gibt auch kleinere, mittlere und vor allem auch größere Felder hier. Wir machen auch hier kurz einen Rundflug. Wie gesagt, die Karte spielt in England, also es ist Linksverkehr. Das habe ich schon erwähnt gehabt. Auch die Felder sind hier ziemlich schön groß. Das sind die zwei großen Felder hier. Dann haben wir hier eben am Rand haben wir eben ein paar Produktionen oder Verkaufsstellen. Dann gibt es verschiedene Farmen. Also hier gibt es eine Möglichkeit, einen Luna zu haben. Ein Verkaufspunkt hier. Hier gibt es auch ein Lohnunternehmen. Da kann man auch als Hof ankaufen, wenn man so möchte. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen Hof aufzumachen. Dann gibt es hier die Verkaufsstellen der verschiedenen Sachen, also wie Mist und so weiter. Da gibt es verschiedene Verkaufspunkte hier an dieser kombinierten Anlage hier. Dann gibt es hier weitere. Hier gibt es einen Kuhstall, auch mit 800 Kühen ohne Fütterungsroboter. Das ist also ein normaler Kuhstall. Passen auch 800 Kühe rein. Also es ist hier alles auf die größere Landwirtschaft ausgerichtet. Hier unten ist der Händler, den haben wir gesehen. Hier gibt es auch nochmal irgendwie ein Tiergehege. Und hier, wie gesagt, also unsere Hauptfarm. Ja, eine schöne Karte. Im größeren Stile hier, also eher gedacht für wahrscheinlich größere oder mittlere Geräte. Und wir haben es gesehen, Glas ist hier stark vertreten. Viel Spaß an die Glas-Fans. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit den anderen neuen Mods. Und damit kommen wir zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Dalen 1298 Sackhaken, kommt von Grobi, Downloadgröße 1,46 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist dieser Haken hier, wiegt 90 Kilo und kostet 2000 Euro.
Und damit kommen wir zum John Deere 6M. Dieser kommt von Agratono, Downloadgröße 20,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 170 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 372 Litern, 42 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 9,1 Tonne und kostet 141.000 Euro. Zahlen können hinzugefügt werden zwischen 1 und 9. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Continental, Michelin, Mitas und Trelleborg. Dann gibt es Fensterfolien Standard Design 1, 2 und 3. Das ist also je nach Dunkelheit. Dann ein einfacher Leuchtturm, das heißt hier Doppelscheinwerfer. Das sind diese zwei Scheinwerfer hier. Das ist einfach hier diese Version. Dann gibt es einfacher Leuchtturm plus Ampel, was wahrscheinlich hier diese Markierung betrifft für die amerikanischen Freunde. Und dann gibt es auch hier die Doppelscheinwerfer-Version. Anhängerauspuff, es ist mich ein bisschen komisch, ist der Auspuff gemeint hier. Das ist Standard, dann direkter Auspuff plus kurzer direkter Auspuff. Dann interne Requisiten, gibt es eine Thermosflasche, ein Radio oder beides. Dann Antennen gibt es linke, rechte Antenne und beidseitig Antennen. Dann gibt es Heckgewichte und Schutzbleche. Einmal 500, das ist also ein Heckgewicht, das ist gemeint hier an den Rädern. 500, 1000 oder den Kotflügel und da gibt es auch die beiden Versionen. Werkzeugkasten und Kette, also Kette gibt es hier vorne. Dann Werkzeugkasten gibt es hier und dann gibt es beides zusammen. Dann beim Greenstar, das ist hier, kommt hier oben hin, kann es eine Vorbereitung geben, also einfach die Halterung plus einmal den Greenstar an sich. Anhängerkupplung gibt es Standard oder 300 Kilo, 600 Kilo oder dann auch die Version ohne Heckhydraulik. Und dann ohne Heckhydraulik gibt es die auch noch die beiden Versionen mit 300 und 600 Kilo. Frontladeranbau gibt es Stoßstange, dann Stoßstange aus Zuckerrohr. Ist natürlich wahrscheinlich gedacht für Zuckerrohr, also nicht aus Zuckerrohr, das wäre ja zu schön. Dann gibt es die Hauer-Version, dann Hauer plus Stoßstange oder keine. Motorenausführung gibt es den 170er M mit 170 PS, den 190er M mit 190 PS, den 210er mit 210 PS. Dann gibt es noch die Chiptuned-Version von dieser Version und zwar haben wir dann mit 240 PS. Ist diese Version hier, sieht gut aus. Hinten kann das Fenster geöffnet werden. Es kann auch das Lenkrad nach vorne oder zurückgeschoben werden und auch nach oben und unten geschoben werden. Also die Entfernung plus auch der Winkel kann angepasst werden. Fenster und Türen können geöffnet werden. Das ist also auf jeden Fall eine schöne Sache. Ist halt einfach die südamerikanische Version davon. Wir kommen zum Lizard Schwattkreisel. Dieser kommt von Pushcup, Downloadgröße 3,67 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Schwader natürlich hier daher mit einem Gewicht von 335 Kilo. Der sieht gar nicht so schwer aus. Braucht 25 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 1800 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette, genauso wie die Designfarbe. Die nächste neue Mod heißt New Holland TLA 80A und TL100A. Dieser kommt von Savvy Modding AM Modding, Downloadgröße 13,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Traktor hier, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 80 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 115 Liter, 43 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4,6 Tonnen und kostet 44.000 Euro. Das Frontgewicht kann hinzugebaut werden, ja oder nein. Und zwar macht das 1,7 Tonnen aus. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Continental BKT, Mitas und Trelleborg. Rundumleuchten gibt es hier oben einmal in der Mitte oder einmal hinten links, hinten rechts oder beidseitig. Dann Kotflügel gibt es natürlich ja oder nein. Frontladeranbau gibt es einmal Quickie, Hauer oder keinen. Die Motorenausführung haben wir den TL80A mit 80 PS und dann den 100A mit 100 PS. Das war's schon zu diesem Traktor.
Die nächste neue Mod heißt Kernel X-Cut Pack, kommt von Vertex Design, Downloadgröße 24,83 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar sind dies Mulcher und da haben wir zwei Versionen, einmal die 300er und einmal die 500er Version. Die 300er Version wiegt 1,2 Tonnen, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, 18 km ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 10.135 Euro. Die 500er Version wiegt 2,1 Tonnen, braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit liegt ebenfalls bei 18 km/h und kostet 16.265 Euro. Die nächste neue Mod heißt Feltrina MR4A. Diese kommt von SMI Modding Team, Downloadgröße 15,78 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser Kipper hier, der kommt mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 47,5 Kubikmetern, wiegt 7,5 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf wuppige 60.000 Liter, also 60 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, BKT und Friedestein. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Dann beim Design gibt es Doppellichter, und zwar ist das hier hinten gedacht, also hier Doppellichter. Dann gibt es den italienischen Stil, das ist hier, das ändert das hier. Plus auch hier gibt es die Doppellichter und dann zurück zu Standard. Eine Abdeckung gibt es ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft also den Body. Die Designfarbe kann ebenfalls aus der Standardpalette gewählt werden und betrifft natürlich die Abdeckung. Und die Felgenfarbe spricht für sich. Und dann machen wir sie italienisch mit Grün. Und diese kann natürlich entsprechend gewählt werden. Als nächstes kommen wir zum Lambert 8024. Dieser kommt von Agri Design Modding. Downloadgröße 12,47 MB in der Version von 1.0 und ist ebenfalls für PC und Mac. Und zwar ist das dieser Kipper hier, hat ein Ladevolumen von 25,5 Kubikmeter, wiegt 7,2 Tonnen und kostet 41.000 Euro. Hier kann erhöht werden und zwar auf 35,2 Kubikmeter oder auf 43,1 Kubikmeter. Die Reifenhersteller hier können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Dann gibt es hier Kasten ohne Box und das ist mit Kiste oder ohne. Kotflügel gibt es auch hier, ja oder nein. Dann gibt es Radblockieranzeige, da ist diese hier. Ich weiß nicht genau, was dies bedeutet, auf jeden Fall ist das hier so angezeigt. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft natürlich den Aufbau. Die nächste neue Mod heißt Lizard Roadrunner Hayquizer, kommt von Pascal Kautz, Downloadgröße 10,1 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses lustige Gefährt hier mit den zwei Anbautypen, kommt mit einer Leistung von 500 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 490 Litern, 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 15,6 Tonnen und kostet 123.000 Euro. Aufkleber gibt es hier, ja, Entwurf 1, Entwurf 2, Entwurf 3. Dann Designkonfiguration kommt Standard ohne Beleuchtung, das heißt also hier oben. Mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung. Dann gibt es eine Änderung, also da kommt noch etwas hinzu. Und dann gibt es auch hier ohne Beleuchtung und mit Beleuchtung. Dann hier die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die ein bisschen erweitert ist. Das ist natürlich der Aufbau. Designfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, auch Standard und ist natürlich der Unterteil. Und die Felgenfarbe ist klar, betrifft die Felge. Dazu kommt der Hayquizer, Bale Clamp, wiegt 300 Kilo und kostet 4.300 Euro. Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dazu gibt es noch die Bale Fork, 250 Kilo wiegt diese, kostet 900 Euro. Und auch hier kann die Farbpalette natürlich entsprechend gewählt werden aus der Standardpalette. Und zwar ist das entsprechend diese Farbe. Dieses Teil ist ziemlich lustig, also cool, finde ich. Also hier kann man natürlich Ballen aufladen bis zu 8 Ballen, fast diese, und kann natürlich entweder nach vorne oder vorwärts bewegt werden, also wenn das so. Dann gibt es hier Richtungsänderung, dann setzt man sich einfach andersrum und fährt dann eben entweder fast so wie ein Gabelstapler durch die Gegend. Die nächste neue Mod heißt Lizard Quadra Pack. Diese kommt von Nico Pix, Downloadgröße 7,48 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und da wir schon bei Ballen sind, ist das hier, sind Greifer für Quadraballen und zwar in verschiedenen Größen. Dann haben wir den Quadra 2B, den 2BT, den Quadra 3B, dann den 4B und den 4BT. Wir schauen uns den 4B an und zwar ist das dieser hier. Kommt mit einem Gewicht von 985 Kilo, kostet 5.850 Euro und der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Teleskoplader zu Radlader und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich ebenso. Ja, da gibt es verschiedene Größen. Da kann man natürlich entweder hier wahrscheinlich nur zwei Ballen aufnehmen, dann hier entweder vier Ballen und da sind einfach verschiedene Mechanismen, die hier verbaut sind. Wenn wir oben gucken, das Auswahltool sagt jetzt zum Beispiel, dass wir das Version 1 ausgewählt haben, die 1er Version. Das heißt, ich kann hier alle Greifgabeln aufs Mal bewegen. Wenn ich jetzt aber umschalte auf die Gruppe 2, kann ich nur die einzelne bewegen, also eine. Also wenn man das hier sieht, diese bewegen, dann kann ich weiterschalten in die nächste Gruppe. Dann kann das nächste bewegt werden. Gruppe 3. Und Gruppe 4. Die nächste neue Mod heißt Honeybee Airflex Series, kommt von Custom Modding. Da hat er schon lange dran gearbeitet. Jetzt Downloadgröße 193,06 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies mit natürlich verschiedenen Schneidewerken in verschiedenen Größen, zwar vom Airflex 225 hin bis zum 260er, was ein Prototyp sein soll. Wir schauen uns den 250er an. Das wiegt 4,2 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 15,2 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und kostet 194.600 Euro. Ein sehr, sehr stolzer Preis, aber wahrscheinlich lohnt sich das. Halmteiler gibt es 1, 2, Rapsmesser und Standard. Querförderungsschnittke kann eingebaut werden und zwar natürlich so. 12.000 Euro kostet dies. Eine kostspielige Sache. Dann das Scrary Windsystem kann eingebaut werden. Also das ist es hier. Was das genau tut, weiß ich nicht. Also Dual Flow. Dann Höhenkontrolle kann eingebaut werden. Das sieht man optisch nicht, aber das kann man dann sehen, wenn man dann dies gekauft hat und am Drescher hat. Dazu kommt noch der Airflex Card. Das ist dieser hier. Wiegt 1,9 Tonnen und kostet 2.700 Euro. Und hier sollen jetzt alle diese Schneidwerke drauf gepackt werden können. Ja, finde ich eine stolze Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob wie flexibel dies zu handhaben ist bei großen Schneidwerken. Aber auf jeden Fall ein Versuch wäre es wert. Also, wenn ich das hier so habe, kann ich das runterlassen. Da geht das runter und dann kann ich die Höhe verstellen. Das heißt, ich muss nicht ganz so tief an den Boden gehen. Das ist schon das Schneidewerk. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich hier, das kennen wir schon, nach oben oder nach vorne und hinten zu bewegen. Und dann gibt es noch die Option, innen drin die Schnecke, die Förderschnecke entsprechend zu bewegen, wo ich die brauche. Ob das tatsächlich einen Einfluss hat aufs Spiel, das glaube ich nicht. Genauso wenig wie das Dual Flow Air System. Das glaube ich nicht, dass dies eine Einwirkung auf das Spiel hat. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Silo-Unterstand-Pack. Dieser kommt von Lancyboy, Downloadgröße 16,26 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Da haben wir zwei verschiedene Versionen. Einmal eben das, was wir hingebaut haben, der Silage-Unterstand, das ist dieser hier. Oder eben das überdachte Durchfahrsilo, das ist das hier, das ist das Fahrsilo. In diesem Sinne, 55.000 oder 65.000 kosten die zum Platzieren. 40 respektive 30 Euro Unterhalt pro Tag kosten dieser. Dann gibt es noch eine kleinere Halle, die natürlich für das Werkzeug gebraucht oder hingebaut werden kann. Diese kostet 30.000 Euro zum Platzieren, Unterhalt pro Tag 20 Euro. Das ist überdacht, einfach im Prinzip ein Bunker, ein Fahrsilo oder Keilsilo.
entsprechend natürlich überdacht. Und hier gibt es noch die Option, hier Licht anzumachen. Das ist diese hier. Ja, danke. Sehr schön gemacht. Eine gute Idee, dass es eben überdacht ist. Wahrscheinlich sehr gut in England, wenn es viel regnet. Das brasilianische Kuhgehege von Nymog Mod ist die nächste neue Mod. Downloadgröße 4,99 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe ist dieses Gehege hier. Kostenpunkt zum Platzieren 82.000 Euro, Unterhalt pro Tag 110 Euro und es passen rein 59 Kühe. Das ist das erste Mal, dass ich hier eine ungerade Zahl sehe. In dem Sinne, ja, hier kommt Wasser rein, hier kommt das Futter rein und hier kann die Milch dann abgeholt werden. Das ist also dieses Gebäude hier. Die nächste neue Mod heißt Oberleitner, kommt von Farmer 5 Tom, Downloadgröße 59,17 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Farmhäuser, ist dieser Oberleitner hier, das ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren 229.000 Euro. Und wenn man den Schlafträger haben möchte, kommt dieser zusätzlich noch für 350 Euro dazu. Da kann man hier daran hinbauen. Und dieses Gebäude hat es in sich, denn wir haben hier die Möglichkeit, das Getreidegebläse aufzubauen. Das heißt also, wenn man es anliefert, dann kommt das hier rein. Das ist dann wie ein Silo gedacht. Und dann hört man auch, dass das läuft. Das heißt, man kann hier befüllen. Kann man es wieder abbauen. Hier sollen eigentlich alle Türe oder fast alle Türe geöffnet werden können. Hier drinnen haben wir einen Kuhstall. Dieser Kuhstall hat Platz für 36 Kühe. Das ist dann der Zugang, den Hauptzugang dazu. Dann gibt es untere Türen öffnen, untere Tür schließen, untere Türe öffnen. Dann gibt es hier obere Tür öffnen und so weiter. Hier kann man Licht einschalten. Das sind also diese Madams. Auch hier gibt es noch weiteren Zugang. Hier gibt es die Werkstatt. Hier ist der Raushol-Trigger, was im Silo ist. Natürlich gibt es auch hier Licht. Dann gibt es hier einen dekorativen Hühnerstall, also der hat keine Funktion. Dann haben wir hier die Bank, die wir hingestellt haben, also die Trigger zum Schlafen und zum Umziehen. Diese Seite kann nicht geöffnet werden, das ist also hier dekorativ und ja, da kommen wir schon auch wieder zu der Hinterseite des Hofes. Hier haben wir wieder Zugang zu den Kühen, hier dasselbe. Die Mod-Beschreibung sagt auch, dass tagsüber die Fensterläden hier offen sind und nachts ist die geschlossen. Also auch ein schönes Detail. Die nächste neue Mod heißt Amerikanisches Bauernhaus. Kommt von Telobuki, Downloadgröße 21,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden, natürlich auch unter Farmhäuser ist dieses Bauernhaus hier. Kostenpunkt zum Platzieren 150.000 Euro und Unterhalt pro Tag 10 Euro. Hier gibt es nicht so viel zu sagen, das ist einfach hier außenrum. Hier gibt es eine Garage. Weiter gibt es hier nichts zu sagen. Hier kann man reingehen, hier drin sind die beiden Trigger. Aber das ist schon alles, was man hier machen kann. Also auch kein Lichtschalter, gar nichts gefunden. Wahrscheinlich geht hier das Licht dann automatisch an. Weitere Türen können nicht geöffnet werden. Auf jeden Fall, ja, das ist dieses Farmhaus hier nach dem amerikanischen Stil. Die nächste neue Mod heißt Strohverarbeitung, kommt von Nike, Downloadgröße 8,82 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden zum einen unter Produktion und Fabriken. Das ist zum einen dieses Produktionsgebäude. Des Weiteren haben wir eine Verkaufsstation, das ist diese hier. Und dann haben wir noch ein Silo-Gebäude, also ein Lagergebäude, welches dieses Gebäude hier ist. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 500 Euro für den Verkaufspunkt, Wartung, tägliche Wartung 0 Euro, dann Lagerung 30.000 Euro, die Verarbeitung, also die Fabrik 70.000 Euro, Unterhalt pro Tag zwischen 20 und 100 Euro.
Bei der Strohverarbeitung wird Stroh plus Wasser gebraucht und dazu wird gemacht Strohkleidungsaccessoires oder Strohkisten. Das sind also diese beiden Produkte, die gemacht werden können. Ist eine gute Idee, weil Stroh hat man meistens zu viel und somit kann man dieses veredeln. Und hier kommen zum einen eben diese Accessoires raus. Die können wir mal eben zum Trigger rüberbringen. Und diese Palette bringt uns knappe 5000 Euro. Also man kann Stroh veredeln, indem dass man eben dieses Gebäude nutzt. Im Lagergebäude drüben kann natürlich eingelagert werden und ausgelagert werden, das was gebracht werden oder verteilt wird von der Fabrik. Da sind dann diese Strohkisten. Die können natürlich auch verkauft werden hier an der Verkaufsstelle. Bringen 3.800 Euro. Also damit kann man natürlich Stroh veredeln. Eine sehr gute Idee, damit man eben nicht zu viel Stroh hat und daraus doch noch einen Profit machen kann. Die nächste neue Mod heißt Windgeneratoren aus Fässern. Downloadgröße 8,09 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Generatoren. Da gibt es die kleine Version, das ist diese hier, 2500 Euro zum Platzieren. Dann gibt es die mittlere Version, 5000 Euro zum Platzieren. Und die große Version, die kostet 8000 Euro und zum Platzieren und generiert 840 Euro pro Monat. Die mittlere Version 600 und die kleine Version 360 Euro pro Monat. Tägliche Unterhaltskosten zwischen 1 und 5 Euro. Die nächste neue Mod ist eigentlich eine kombinierte Mod aus zwei Mods. Also wir fangen an mit dem Objekt Lager. Dieses kommt von GTX, Downloadgröße 5,57 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zum zweiten zum Objekt Lager Stahlunterstände, ebenfalls von GTX, Downloadgröße 3,7 MB in der Version von 1.0 und ist ebenfalls für PC und Mac. Wir finden diese im Baumenü unter Hallen. Wir haben in der ersten Mod, und zwar im Objektlager, haben wir diesen überdachten Ballenstapel. Dann haben wir einen kleineren überdachten Ballenstapler und ein Regallager. Und natürlich auch haben wir eben hier das Stahl Object Storage Shed. Das ist diese hier. Und dann den kleinen Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 11.400 und 13.600 Euro. Und die bei anderen dreien, die liegen zwischen 720 und 4.200 Euro. Dies ist im Prinzip eine Mod, wo man festlegen kann, was wo gelagert werden soll. Also wenn ich jetzt hier hingehe, die R-Taste drücke, dann kommt dieses Menü raus. Und jetzt im Moment kann hier gelagert werden Saatgut, Mineraldünger und Kalk. Das kann ich ändern in der Konfiguration und kann ich auswählen, was hier gelagert werden soll. Na, hier kann da das, was ausgewählt werden kann, also das ist diese Auswahl. Dasselbe kann ich natürlich auch hier konfigurieren, das ist dasselbe. Und da kann ich im Prinzip festlegen, was hier gelagert werden soll. Dasselbe gilt natürlich für das Ballenlager. Und zwar ist es cool, eine coole Sache. Das, was reingeht, geht auch wieder raus. Also im Prinzip habe ich jetzt hier eingestellt, dass in diesem Ballenstapel Strohballen reinkommen, Quaderstrohballen in der Größe von bis zu 2,20 Meter. Das sind diese, die da reinkommen. Wir können diese auch auslagern. Habe ich jetzt eines ausgelagert davon. Das ist das, was reingekommen ist. Und das kann ich im Prinzip auch gleich wieder hinbringen. Und das geht dann auch wieder rein. Dasselbe gilt natürlich für diese beiden hier. Das ist hier das Regallager. Das ist im Prinzip dasselbe, was wir da drüben gesehen haben. Können auch hier entsprechend ausgewählt werden. Ist im Prinzip genau dieselbe Mod. Es ist einfach ein bisschen mehr Placeables, die wir bekommen noch dazu. Und das ist hier natürlich der Ballenlager-Schuppen. Das heißt, auch hier kann entsprechend ausgewählt werden, welche Art von Ballen in welcher Größe und welcher Form hier gelagert werden sollen. Tja, das war es schon wieder von den Mods für heute. Heute gab es einiges zu besprechen. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lange. Danke, dass du dabei geblieben bist. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen, werde doch gerne Mitglied von dem Kanal. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen von heute. Wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen.
Und nicht vergessen, morgen kommt Livestream um 19 Uhr, der Mitmach-Livestream. Es geht weiter auf der autarken Farm. Es gibt viele Arbeiten zu erledigen. Also schalte ein, morgen 19 Uhr. Bis dann würde ich mal sagen, schönen Abend, gute Nacht, schönen Tag oder guten Morgen. Je nachdem, wann du das Video siehst. Bis dann, danke, tschüss und hasta luego.